Niemand darf hiervon erfahren. Sagen Ihnen diese Namen etwas? Das sind Ihre Generäle. Aber mein Name fehlt auf dieser Liste. Seien Sie froh. Diese Männer werden zu Verrätern erklärt. Sie haben geplant, mich zu ermorden. Sie finden, ich ruiniere Mütterchen Russland. Aber Sie haben immer zu mir gehalten. Als ich die Länder zurückeroberte, die uns die Europäer und Chinesen gestohlen hatten, waren Sie bei mir. Sie haben tapfer gekämpft, um meinen Traum zu verwirklichen. Darum erweise ich Ihnen jetzt diese Ehre. Todesurteile? Unterschreiben Sie. Beweisen Sie mir erneut Ihre Loyalität, indem Sie Russland von seinen Feinden befreien. Komisch. Stalin hat nichts über den LKW gesagt, den Gradenko im Stich gelassen hat. Mit Bauteilen des Eisernen Vorhangs? Ja. Wir müssen ihn wieder beschaffen. Ich bin sicher, Sie finden schon die richtige Behandlung für den Genossen Gradenko. Der Fahrerbord eines LKW wurde vom Gegner paralysiert, irgendwo hier. Die Alliierten haben den LKW gekapert und ihn zu einem Feldlager gebracht. Sie wollen ihn aus der Gefechtszone bringen, um seinen Inhalt gründlich zu untersuchen. Das können wir nicht zulassen. Aber wir können ihn auch nicht zurückerobern. Der Fahrerbord ist mit Sicherheit schon reprogrammiert. Lassen Sie den Wagen keinesfalls aus der Gefechtszone heraus.